Der ehemalige FIFA-Spitzenfunktionär Jeffrey Webb muss wie vorgesehen eine Geldstrafe in Höhe von 1 Million Schweizer Franken 854.000 Euro zahlen. Diese Entscheidung traf das Berufungskomitee des Fußball-Weltverbandes und lehnte den Teilwiderspruch von Webb bezüglich der Geldbuße ab. Außerdem bleibt der frühere FIFA-Vize-Präsident des Kontinentalverbandes CONCACAF und Chef des Verbandes der Kaimaninseln lebenslang für jede Aktivität im Fußball gesperrt. Webb war gegen am 9. September 2016 ausgesprochene lebenslange Sperre nicht in Berufung gegangen. Webb war im Mai 2015 zusammen mit 8 weiteren FIFA-Funktionären wegen Korruptionsverdachts in der Schweiz verhaftet worden. Nach seiner Auslieferung an USA gestand er vor Gericht, Schmiergelder angenommen zu haben. Der 53-Jährige ist eine der Schlüsselfiguren im Korruptionsskandal, der zum Sturz des FIFA-Präsidenten Josef S. Blatter führte. Die FIFA-Ethikkommission hatte Webb wegen Verstößen gegen zahlreiche Artikel des Ethikkodes verurteilt.